herzlich willkommen zurück zu Elex 2. Wir sind beim letzten Mal hier in die Stadt der Alps gekommen. Und ja, die Alps sind auch etwas, wo ich mich, bei denen ich es spannend fände, wenn wir uns denen anschließen. Zurück zu den Wurzeln sozusagen. Einfach, weil es eine neue Fraktion ist. Oh ja, wir können ja hier auch noch Punkte verteilen. Da können wir gleich auch nochmal gucken. Und zum anderen wollte ich jetzt nochmal bei den Fertigkeiten gucken. Berserker sind halt Mana. Und die können halt irgendwie einen Flammenbogen machen. Und einen Flammenwander. Wandler, also die können ihren haben Flamme, also einen Flammenbogen und mit dem geht dann halt relativ viel. Und ein Mana-Schild können sie machen. So ein bisschen die Magier halt. Und die Alps können auch Magie machen. Die können ja, Elexit oder Elex im Körper speichern. Man kann toten Gegnern wiederum Elex entziehen. Also das ist so ein schön verstärkender Prozess. Eisfaust wäre ein magischer Arm. Okay. Interessant. Was? Und dieser magische Arm ist dann im Grunde etwas, was dann hier so ein Kettenblitz. Oh, der Kettenblitz klingt richtig gut. Kettenblitz, Blizzard. Okay, also auch das ist eine Magierklasse. Mehr Gesundheit. Die Morkons. Ja, die fügen sich selber Schaden zu, um dadurch wiederum mehr Schaden zuzufügen. Und sogar Lebensenergie noch zu regenerieren. An sich eigentlich auch interessant. Und beim Jetpack haben wir leider noch keinen Lehrer gefunden, der uns hier irgendwie weiterhelfen kann. Das ist ein bisschen schade. Da sind wir aber soweit auch intelligent genug, als dass wir jetzt hier die Sachen lernen können. Das ist eigentlich auch nochmal wichtig. Ja, die Sachen sind... Ah, okay, jetzt bin ich doch wieder unsicher. Also die Morkons klingen eigentlich auch ziemlich interessant. Die haben halt eine langweilige Basis. Ja, okay, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich wirklich hin will. Oh Mann. Es wird keine leichte Entscheidung, aber wir werden jetzt auf jeden Fall mit den Alps reden. Wir sind ja auch gerade mal bei 3 von 5. Bei den Outlaws haben wir jetzt ja auch schon geklärt, woran das liegt, dass die nur so wenig Skills haben, weil man sich den Berserkern oder den Morkons anschließen soll. Und man dann als Spion arbeitet. An sich auch interessant. Aber nicht so ganz das, was ich machen möchte. Und ja, jetzt reden wir mal mit dem Alp-Commander. Mit Azog. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkehrst. Was willst du hier? Ja, das ist eine gute Antwort. Eigentlich wollten wir nämlich gar nicht kommen. Die Umstände haben mich dazu gezwungen. Umstände ist eine wenig zutreffende Beschreibung für das, was da draußen vor sich geht. Wenn du aber willens bist, uns zu helfen, werde ich das nicht ablehnen. Du hast einiges an Wiedergutmachung zu leisten. Moment. Du schmeißt mich nicht raus? Was meine Leute von dir halten, überlasse ich ihnen. Aber durch dich haben wir den Wert von Emotionen erkannt und so unsere Effizienz gesteigert. Meine Neutralität dir gegenüber ist kein Freibrief. Solange du dich hier aufhältst, haben meine Agenten die Anweisung, dich zu beobachten. Handelst du unseren Regeln zuwider, werde ich dich zur Rechenschaft ziehen. Ja, das ist mehr als fair. Wie ist die Lage? Die neuen Gegner gewähren uns kaum eine Atempause. Sie in Schach zu halten, bindet Ressourcen und reißt Lücken in unsere Organisationsstruktur. Sie zu füllen, wird deine Aufgabe sein. Such Commander Irissa auf. Sie ist stark eingespannt und muss entlastet werden. Rechne aber mit Widerstand. Sie hat nicht vergessen, dass du uns damals den Rücken gekehrt hast. Ist sie zufrieden mit deiner Arbeit, ziehe ich in Betracht, dich wieder bei uns aufzunehmen. Die Chance auf Rehabilitierung erhält nicht jeder. Vergeude sie nicht. Die tun ja so, als hätten wir sie verlassen. Dabei haben die uns doch abgeschossen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, also hier müssen wir nur für sie die Aufträge machen und dann ist alles in Ordnung. Dann können wir hier schon beitreten. Okay.
Ja, ich hatte ja schon letztes Mal gesagt. Also ich weiß nicht, ob mir das wirklich gefällt, dass wir hier nur so wenige, dass wir jetzt so viele Fraktionen haben. Dass wir jetzt 5 Fraktionen haben im Vergleich zu vorher, wo es nur 3 waren. Man merkt, dass es halt hier insgesamt deutlich weniger Inhalte dann doch sind innerhalb der Lager. Was ich ein bisschen schade finde. Aber wir können jetzt hier... Ach. Noch nicht gelernt. Noch nicht gelernt. Kann ich das jetzt hier lernen? Ach, hier kann ich das einfach steigern. Oder wie? Nee, du kannst jetzt deine Treibstoffkapazität erweitern. Ja. Gut, wir haben jetzt nicht genug Geld. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Geld. Aber das kriegen wir. Statusbericht EP. Projekt Nummer BAU4512. Reinigung der Gebiete hat mehrere Wochen in Anspruch genommen. Die letzten Kleriker in diesem Gebiet wurden vertrieben. Eliminierung feindlicher Lebewesen hat mehr Zeit in Anspruch genommen. Update. Lieferung der Baumaterialien aus Xakor verschiebt sich um 3 Wochen. Der Bau des Objektes hat höchste Priorität. Nachtrag. Leitender Ingenieur benötigt weitere Bauteile, um die Stabilität der Anlage zu optimieren. Die erste Elex-Lieferung wird Mitte des Monats eintreffen. Fertigstellung der Silos muss garantiert sein. Wobei es vielleicht auch noch zu früh ist, darüber zu urteilen, wer weiß, was hier alles noch kommt. Aber so 5 Fraktionen, man geht in 5 Städte, muss 5-mal mit den ganzen Leuten reden. Puh, na gut. Das ist auch ein bisschen widersprüchlich, ne? Meckert erst drum, dass zu wenig Inhalte sind und dass zu viel Inhalte sind. Na, ich bin mir vielleicht auch noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das finden soll. Gut. Was mir noch eingefallen ist, wir haben ja noch die Notiz gefunden. Die letzten Worte. Als jemand das hier lesen sollte, bin ich nicht mehr am Leben. Lass dir diese Worte eine Warnung sein. Vertraue nur dir selbst. Ich dachte schon, ich sei verrückt. Vielleicht auch vergesslich. Aber nichts da. Ich wurde bestohlen. Werde beschuldigt, meine Ration nicht genommen zu haben. Mir glaubt natürlich niemand und nun warte ich hier auf meine Exekution. Der Dieb muss gewusst haben, dass ich abends außerhalb des Depots unterwegs bin. Jetzt ist nichts mehr da. Hätte ich meine Ration mal direkt genommen. Ohne das Index fühlt sich alles so merkwürdig an. Ist das die Angst, wovon die Menschen immer sprechen? Ach, der hat einfach... Krass. Der hat einfach sein Elex nicht genommen, dann durch Emotionen geführt und deswegen zum Tode verurteilt. Okay. Wir brauchen einen Händler. Wir werden mal uns auf die Suche machen nach... so viele Missionen hier. Nee. Nee. Sprich mit Irissa. Genau, das wollen wir machen. Wir gehen einfach mal Richtung Irissa und gucken uns natürlich hier auch schön um. Ach, aber die Basis hier mit dem ganzen Schnee gefällt mir bisher eigentlich schon mal ziemlich gut. Irgendwie finde ich die Alps auch ganz spannend mit den Emotionssachen. Ach, hier ist sie ja schon. Wir bedienen uns hier einfach mal. Ich glaube, das Lernen mit der Heilung hätte ich gar nicht machen müssen. Ja, die Lernpunkte... Die Attributspunkte hebe ich mir noch ein bisschen auf, weil ich nicht weiß, was wir dann noch lernen oder welchen Lehrer wir als nächstes treffen. Ja, vielleicht wäre wirklich nochmal ein bisschen Schaden machen gar nicht schlecht. Achso, was die Alps natürlich auch haben, sind coole Distanzwaffen. Warum hat das so lange gedauert? Ich hatte Schwierigkeiten im Krater. Die Outlaws. Das Menschenpack interessiert mich nicht. Hast du erledigt, was ich dir aufgetragen habe? Ja. Und ich habe mehr als sonst bekommen. Hier. Glaube ja nicht, dass mich das zufriedenstellt. Meine Geduld mit dir wurde zur Genüge strapaziert. Du wirst dich augenblicklich zu den Silos begeben und deine Elex-Ration einnehmen.
Dein Mangel an Leistungsfähigkeit ist nicht länger hinnehmbar. Mit sofortiger Wirkung wird das abgestellt. Wird erledigt. Na dann. Du! Wie kannst du es wagen, vor mich zu treten? Verräter sind hier nicht erwünscht. Verräter? Worauf willst du hinaus? Das weißt du ganz genau. Du hast den Hybriden gestürzt. Du hast die Konverter zerstört. Du hast unsere Leute getötet. Ihr wolltet mich töten. Wenn ich könnte, würde ich dich auf der Stelle exekutieren lassen. Mal wieder. Ich musste es tun. Mit dem Hybriden gab es keine Zukunft. Für niemanden. Und wer hat dich ermächtigt, darüber zu entscheiden? Hör zu, wenn du mich hinrichten lassen willst, dann tu es gleich. Nur sehe ich keinen Grund dafür. Ihr schlagt euch ganz gut, wie es aussieht. Wenn du sie weiter so provozierst, reitest du uns ganz schön in die Scheiße. Dein Beurteilungsvermögen lässt wie dein Charakter zu wünschen übrig. Unser Elex-Vorrat ist kaum der Rede wert. Ein Großteil unserer Territorien ist verloren und der Kampf gegen die neuen Invasoren bindet wertvolle Ressourcen. Und du glaubst, das sei alles meine Schuld? Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Nur, dass dir das klar ist. Ich wurde dazu bestimmt, Schaden von uns allen abzuwenden. Und du machst es mir nicht gerade leicht, deine Anwesenheit zu dulden. So sauer habe ich dich früher nie erlebt. Frag dich mal warum. Aber das ist nicht Gegenstand der Diskussion. Wenn du so ein Problem mit mir hast, warum diskutieren wir dann noch? Gib deinen Leuten den Befehl abzudrücken. Und Azog damit zuwiderhandeln? Sicher nicht. Je länger ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass ein schneller Tod zu gut für dich ist. Was erwartest du jetzt? Dass ich verschwinde? Ich stelle dich vor die Wahl. Entweder du stiehlst dich davon, wie du es schon einmal getan hast, oder du trägst deine Schuld ab. Wählst du Ersteres, verschwende nicht mehr unser beider Zeit und geh. Wo wird meine Hilfe gebraucht? Zunächst einmal muss sich jemand von dir helfen lassen wollen. Ich bezweifle, dass das der Fall ist. Skibo hat meine Hilfe nicht ausgeschlagen. Was? Woher kennt ihr euch? Ich habe ihn auf seinen Wunsch hin hierher begleitet. Wenn es stimmt, was du sagst, wird er mir das sicher bestätigen können. Verdammt! Was war das? Los, alle mir nach! Okay. Sieht doch richtig was hier. Ich fühle mich hier auch so ein bisschen underdressed, muss ich sagen, mit diesem Unterhemd mitten im Schnee. Was runter passiert ist, ich war es nicht. Ups. Was okay. Ist passiert? Rede. Ich weiß es nicht, Ich will antworten. Skibor. Er war der Letzte, der... Der was? Er war hier und wollte sich seine Elex-Ration holen. Dann dieser Knall und... Das reicht. Du sorgst jetzt dafür, dass alle zurück an die Arbeit gehen. Ich übernehme ab hier. Jawohl. Hat Skibor sich hier gerade in die Luft gejagt? Was soll das? Hier gibt es nichts zu sehen. Du gibst mir jetzt eine klare Antwort. Ist das dein Werk, um uns weiteren Schaden zuzufügen? Was? Ich stand doch bei dir, als es passiert ist. Verkauf mich nicht für dumm. Nach Jahren der Abwesenheit schlägst du wieder auf, begleitest einen unserer Agenten und dann fliegt dieser mitsamt einem unserer Silos in die Luft? Zufall? Wohl kaum. Jetzt mach mal halblang. Welchen Nutzen sollte ich davon haben? Skibor hat jedenfalls keinen mehr. Ihn können wir vom Boden kratzen, während du hier stehst und alles abstreitest. Ach ja, da hat er uns ja ganz schön in die Scheiße geritten. Das war bestimmt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was sein Ziel war. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er dahinter gesteckt hat. Würde ich schon vermuten. Ja, vielleicht auch nicht. Ich bin genauso ahnungslos wie du. Wenn du tatsächlich nichts damit zu tun hast, ist es in deinem eigenen Interesse, mir Antworten zu liefern.
Also tu das auch. Dreh hier jeden Stein um. Ich will ein genaues Abbild des Geschehens. Ich muss Alexitor Arzog Meldung machen. In einer Stunde habe ich deinen Bericht. An die Arbeit. Ich glaube nicht, dass ich das in einer Stunde schaffe. Was ist mit unseren Rationen? Darum wird sich gekümmert. Wer und wann? Commander Irissa. Und jetzt Schluss mit den Fragen. Die Agenten werden alles klären. Euch hat nur die Arbeit zu interessieren. Abmarsch! Sprechen wir doch mal mit ihm. Was willst du? Wer bist du? Ich heiße Xell. Ich sorge dafür, dass sich hier niemand an den Silos zu schaffen macht. Hat ja gut geklappt. Den Job scheinst du nicht besonders gut zu machen. Zweifelst du etwa an meiner Effektivität? Naja... Aber du hast recht. Dieser Vorfall sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ich werde Verstärkung beantragen, damit so etwas nie wieder passiert. Und sonst so? Was machst du, wenn nicht gerade etwas in die Luft fliegt? Ich passe auf, dass niemand Elex klaut. Diebe? Seit der Hybrid und seine maßlosen Pläne der Vergangenheit angehören, ist es bereits vorgekommen, dass hier gestohlen wurde. Dass wir Alps uns eines Tages gegenseitig bestehlen würden. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so weit kommt. Jeder hier bekommt auch seine Ration. Ich verstehe nicht, warum manche damit nicht zufrieden sind. Gier. Vielleicht kommen sie mit den Emotionen nicht klar und wollen deshalb mehr haben. Ich denke, das wird es sein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob diese Gesellschaftsstruktur wirklich die richtige für uns ist. Vielleicht braucht es auch einfach seine Zeit, bis sich jeder an seine Elex-Ration gewöhnt hat. Kann ich hier auch eine Ration Elex bekommen? Nicht bei mir. Ich bin nur berechtigt, Leute an die Silos zu lassen, die bereits eine Erlaubnis haben. Die öffentliche Elex-Ausgabe findest du im Sektor der Soldaten, direkt unterhalb der Silos. Sprich mit Commander Nox. Er wird dir sagen, ob dir auch welches zusteht. Alles klar, warte, Xell, nicht weglaufen. Ich möchte noch mehr über die Explosion wissen. Kannst du mir mehr über die Explosion erzählen? Sie war gewaltig. Es hat mich glatt von den Beinen geholt. Was ist unmittelbar davor geschehen? Das, was ich Commander Irissa auch erzählt habe. Skibor wollte seine Elex-Ration abholen. Und kurz nachdem ich ihn vorbeigelassen hatte, flog hier alles in die Luft. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nein. Er trug auch nichts bei sich, womit sich diese Sprengkraft erklären lässt. Eine Apparatur, die dazu imstande wäre, hätte ich sofort bemerkt. Könnte jemand schon vorher eine Bombe am Silo angebracht haben? Ausgeschlossen. Der gesamte Bereich wird ununterbrochen überwacht. Irgendetwas oder irgendwer muss die Explosion herbeigeführt haben. Ich verstehe es auch nicht. Mit Logik lässt sich der Vorfall nicht erklären. Das ist auch alles, was ich dir dazu sagen kann. Okay. Ich werde mal die Mission priorisieren. Ich möchte schon rausfinden, wer da jetzt dahinter steckt. Spurensuche bei den Alps. Gucken wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Naja. Wer weiß, was passiert, wenn ich mich nicht um die Bastion kümmern würde. Metall, das vom Elex-Silo stammt. Jede Menge Gewebe. Die Explosion muss Skibo auseinandergerissen haben. Ist wahrscheinlich. Das Metall hier sieht nicht so aus, als wenn es vom Silo stammt. Ungewöhnlich. Dann wollen wir es aber nicht näher untersuchen. Warum untersuchen wir es da nicht näher? Geh raus. Schwefel. Garantiert kein Bestandteil des Silos. Passt zu einer Bombe. Mehr erfahre ich wohl nicht. Ich sollte Irissa in Kenntnis setzen. Das sollten wir tun. Es war eine Bombe. Surprise, surprise. Oh Mann. Haben wir hier einen Händler? Händler irgendwie, irgendwer? Kann ich hier nichts haben? Danke. Das
kann nicht angehen, dass die Alps sich hier gegenseitig bestehlen. Wir sollten ihnen dabei helfen, dass sie es nicht mehr tun, indem wir sie um das Elex erleichtern. Ja, mit Xell können wir da auch nicht mehr sprechen. Oh, den Teleporter sollten wir eben nochmal... Huch. Ich wollte auch sprinten. Aber den Teleporter würde ich hier gerne nochmal freischalten. Puh. Was ist... Achso, das hier war die Hauptbasis. Ja, ja. Na gut, dann gehen wir hier mal rein. Ist ja auch schon Nacht. Schon wieder die epische Kampfmusik. Warum auch immer. Warte. Hier ist er. Hast du die Informationen, um die ich dich gebeten habe? Was genau beim Silo passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber alles spricht für einen Bombenanschlag. Aber sicher doch. Und als nächstes erzählst du mir, Skibor war der Urheber. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine. Neben seinen Überresten habe ich auch noch Metall entdeckt, das nicht vom Silo stammt. Fremdes Metall? Dann ist das wohl doch ein Indikator, dass an deiner Bombentheorie etwas dran sein könnte. Trotzdem benötige ich stichhaltigere Beweise. Elexitor Azog will Fakten. Du wirst welche liefern. Okay. Also sie verzweifelt an, dass wir sagen, es war eine Bombe. Und dann sagen wir einfach, ja, wir haben Metall gefunden. Okay, dann war es wohl doch so. Heißt das, du vertraust mir endlich? Natürlich. Warum sollte ich an deinen Fähigkeiten zweifeln? Weil du es bisher getan hast. Irrelevant. Etwaige emotionale Schwankungen meiner Persönlichkeit sind nicht Gegenstand der Ermittlungen. Und jetzt, wo das geklärt ist, solltest du beenden, was du angefangen hast. Und alle halbst du... Gut. Wie geht es weiter? Da die Spuren beim Silo nur unzureichende Ergebnisse geliefert haben, benötigen wir einen neuen Anhaltspunkt. Was ist mit Skibors Vergangenheit? Vielleicht finden wir dort ein paar Antworten. Das bezweifle ich. Unsere Agenten genießen Privilegien. Sie in Frage zu stellen, kann ungeahnte Folgen haben. Privilegien interessieren mich nicht. Wenn ich den Fall aufklären soll, dann zu meinen Bedingungen. Nun gut, da die Zeit drängt, bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du erhältst hiermit die Erlaubnis, seine Unterkunft zu inspizieren, bevor wir ein weiteres Silo verlieren. Wo befindet sich Skibors Unterkunft? Im Sektor der Agenten, wo auch sonst. Wo auch sonst? Dann sollten wir doch da mal hingehen. Wählen wir hier schon mal aus. Skibors Vergangenheit. Zack. Und dann werden wir in der nächsten Folge zum Silo der Agenten gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.